Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück in der Closed Beta von Ghost Recon Breakpoint. Jetzt werden wir versuchen, oder beziehungsweise die Folge geht halt so lange, bis wir es geschafft haben, eine Behemoth-Drohne zu zerlegen. Das ist die dickste Drohne, die es gibt. Ein echter Panzer. Und weil das noch nicht genug ist, haben wir hier einen Spot. Da ist auch noch so eine Wachdrohne. So eine Geschützdrohne. Toll, ne? Hier, wenn ihr schon mal sehen wollt, wie sowas aussieht, das war knapp. Könnt ihr euch die Behemoth-Drohne mal genau angucken? Ich guck mal, ich gehe hier hoch. Ja, es ist ein richtiger Brummer. Kann Raketen schießen und alles. Als allererstes Schalldämpfer von den Waffen ab. Mach den Schalldämpfer ab, sag ich. So, die Sniper werden wir brauchen. Jetzt haben wir hier natürlich nirgends einen Punkt, wo die Drohne nicht hin kann, außer auf diesem Gebäude. Und da kann sie immer noch Raketen hinschießen. Sehr gefährlich hier. Aber es könnte sein, ich glaube, das probiere ich gerade als allererstes, dass wir mit dieser Geschützdrohne, dass wir die zu unserem Vorteil nutzen können. Wir hatten ja in einer der Fraktionsmissionen, hatten wir ja mal, schon, als es schon viel zu spät war, als die ganze Action vorbei war, hatten wir so eine Geschützdrohne genutzt, um selbst damit zu schießen. So, ich habe hier Wurfweite ausgerüstet, aber ich glaube, hier brauche ich einen Schadenswiderstand. Das essen wir dann mal gerade. Ich weiß nicht, wie lange das anhält, aber... So. Wow, wow, wow. Oh Gott, sie hat was gehört, die Drohne. Ich will es nicht deaktivieren, ich will es hacken. Ach du Scheiße. Fuck. Shit. Well. Nein, 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 nicht deaktivieren. Nein, nicht deaktivieren. Toll. Und weg. Weg, 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 weg. Nun, das hat nicht so gut funktioniert. Oh, fuck. Warum kann die Drohne denn hören? Mann, das ist doch... Oh Gott! So. Puh, erstmal kurz durchatmen. Ja. Ah! Holy shit! Und tot! Nun, das passiert, wenn man einer Behemoth-Drohne begegnet, wenn man noch nicht vorbereitet ist. Und nicht vorbereitet, meine ich... Sie hat uns entdeckt, bevor wir den Kampf begonnen haben. Sie hat den Kampf begonnen. So, wie weit ist das jetzt weg? Nicht so sehr weit. Wenn wir es hier nicht schaffen, dann schaffen wir es an einem anderen Ort. Ist kein Problem. Das hier ist echt ein schweres Gebiet für die Drohne, weil man halt echt nicht wirklich irgendwo hin kann. Ich probiere das jetzt aber nochmal und dann schleiche ich mich eben in Bauchlage dort an. Wie kann die das denn jetzt schon gehört haben? Ich bin doch noch total weit weg. Das hört ja nicht mal ein Mensch. Well. Vielleicht gehe ich jetzt schon in Bauchlage. Und krieche darum. Oder zumindest mal hocken. Guck, die hört immer was. Ich weiß nur nicht wieso. Das ergibt keinen Sinn. So überhaupt keinen. Wir hängen in einem Baum. Bewacht strategisch. Strategisch wichtige Infrastruktur von Skell. Kann ich die... Guck mal, Drohne, hier bin ich. Kann ich meine Drohne als Ablenkung benutzen, geht das?
Sieht so aus, als würde es gehen. So halbwegs zumindest. Versuchen wir uns mal rüber zu schleichen. Weil es halt auch absolut gar keinen Sinn macht, dass die überhaupt was gehört hat. Ich war noch so weit weg. Habe ich mich getarnt? Ja. Guck mal, Behemoth, hier bin ich. Ja, komm nur her. Komm. Komm. Put, 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 put. Backt ein bisschen aus, hä? Hallo. Hier, Fifi, hier. Beweg dich! Geh weg da! Komm hierher! Ich will, dass du hierher kommst. Oh, die kann sogar seitwärts. So, aber gut, sie ist ungefähr dort, wo ich sie haben wollte. Aber... ich krabbel irgendwie wieder in die falsche Richtung. Meint ihr, wir schaffen das? Bin mir nicht sicher. Vor allem, weil die immer weiß, wo wir sind scheinbar. Warum musst du dafür aufstehen? Leg dich auf den Rücken und drück dir das Zeug rein. Hä, warum weiß sie denn, wo wir sind? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich glaube, diese Drohne hier ist ein bisschen verbuggt. Kann das sein? Nein, F! F, Geschützhecken, los, mach! Oh Gott. Wir sind tot. Nein, ich wollte es nur mal gesagt haben. Gut, wir gehen zu einer anderen Drohne. Also die scheint ein bisschen verbuggt zu sein, so wie es mir scheint. Hört uns über 100 Meter laufen und weiß, wo wir sind, obwohl das gar nicht wissen kann. Guck mal, hier haben wir noch eine. In einem Gebiet, wo wir noch gar nicht waren, im Schneegebiet. Dann haben wir irgendwo in der Nähe im Biwak. Hier, ich will jetzt nicht nach Erebon. Denn da müssen wir wieder ganz rauslaufen. Wie viele Fertigkeitspunkte haben wir eigentlich zum Verteilen? Ein. So, Biwak aufschlagen. Dann nehmen wir einen Heli und fliegen zu dieser Drohne hin. Im Schneegebiet waren wir noch gar nicht. Dann machen wir eben die dort. Heli, den hier. Danke. Ach Gott. Ich meine, Escape ist schon richtig. Ich meine, wenn ihr hier seht, oben links, Escape ist zurück. Aber wenn ich Escape drücke, dann... ich glaube, ich mache hier Essen. Verletzungsresistenz für die Drohnen. ASMR. ASMR. So, und Lager abbrechen. Machen wir morgens. Da haben wir genügend Zeit zum Kämpfen, solange es noch hell ist. Was liegt denn da? Was ist das? Obsidian. Okay. So, wo ist der Heli? Der ist da drüben. Ein weißer Heli. Perfekt fürs Schneegebiet. Ist aber wieder mal schon verdellt, total zerstört, zerdellt angekommen. So, 3 Kilometer. Ein paar Biwaks auf dem Weg. Ich wüsste gern, was das hier für ein Ding ist. Es geht ab und zu mal auf und wieder zu. Aber hier, jetzt geht's auf.
gleich. Hier, jetzt gehen die Dinger auf. Und gleich geht's wieder zu. Ich vermute ja, dass das, was mit diesem Verteidigungssystem zu tun hat, das auch unseren Heli und das Schiff zerstört hat. Vermute ich einfach mal. Ich vermute, dass dort diese Drohnen rauskommen und wieder hingehen. Hier unten ist die Drohne, okay. Schauen wir mal, dass wir hier irgendwo landen können. Vielleicht nicht gerade in der Reichweite der Drohne, wenn es geht. So. Zack. Dann suchen wir uns einen schönen Punkt. Also erstmal die Drohne suchen natürlich. Da ist er. Markieren bitte. Damit wir den Lebensbalken sehen, was denn hier passiert. Wir sind Chinook runtergekommen, so wie es aussieht. Ein Heli. Oh nein, nein, doch nicht jetzt. Doch nicht hier. Leute. Ihr wollt mich doch verarschen. Oh, ich habe abgeschossen. Leider leben die Typen noch. Ich habe wohl mit einem der ersten Schüsse den Dings ausgeschaltet, den Piloten. Jetzt haben wir hier unten normale Feinde und die Feinde aus dem Heli. Outcast, Zivilist. Zivilist der Outcast darf nicht getötet werden. Hey, yeah, ja. Sag, wo ist der denn? Ach, da ist der Heli runtergekommen. Die Frage, wo ist dieser Typ? Da ist er. Aber... Oh nein. Ich dachte gerade, ich höre schon wieder so eine blöde Drecksdrohne. So, wo können wir uns denn platzieren hier? Das hier sieht ganz gut aus. Hier auch. Ich markiere mal hier. Was geht denn mit dir? Du willst wohl unbedingt sterben. Oh, der hat sogar was getroppt. Seht ihr, das ist so, das ist voll nervig. Ich freue mich, dass er was getroppt hat. Aber das ist total dumm, weil es nichts im Ghost Recon Spiel zu tun hat, zu suchen hat. Es ist eigentlich eher was, was in Division gehört. Und in Division 2 bekommen sie es ja, was man so liest, aktuell auch nicht hin mit dem Loot. Wobei der Loot hier nicht so viel Auswirkung hat wie bei Division 2 natürlich. So. Wie funktioniert das denn jetzt hier mit den... Mit dem. Oh. Okay, rechte Maustaste bricht wieder ab. First Shot. Seid ihr bereit? Ich stoppe die Zeit. Und los geht's. Komm, nochmal. Pack den Raketenwerfer aus. Shit. Nochmal. Shit. Shit, weg, 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 lauf! Bam! So, jetzt haben wir nichts mehr. Jetzt müssen wir snipen. Wenn wir den Hitmarker bekommen, heißt das, wir haben eine Stelle getroffen, die gut ist
Da ist eine Kamera. Lauf, Schlampe. Ich meine, ich könnte mich auch wegrollen, ne? Aber. Die Kamera zerstört, geil. Jetzt habe ich noch irgendwas kaputt gemacht. Zumindest hat's gequalmt. Oh shit, jetzt kann er nicht mehr zielen, jetzt schießt er Breitband oder was? Oh, hu. So, die Hälfte haben wir. Oh Gott. Das hier ist echt ein guter Spot. Muss ich sagen. Er kann die Drohne uns nicht überrennen, also könnte sie schon, wenn sie so schlau wäre, da hochzufahren. Ist er aber nicht. Okay, das ist schon fast langweilig. So. Aber hey, es ist eine Behemoth-Drohne. Und sonst haben wir allein, glaube ich, kaum eine Chance. EMP-Granaten. Das wäre vielleicht noch was. Die wir mal ausprobieren könnten. Theoretisch. Können wir aber auch bei den anderen Drohnen ausprobieren. Nachladen. Der ganze Berg ist schwarz. Fehlt nicht mehr viel. Ich glaube noch einen Schuss oder so und dann war's das. Die Drohne bereit zu sterben. Das war's. Bam, 2500 Scale Credits. Und schlechte Stiefel. Es sei denn, die Stiefel haben einen guten Bonus. 2% Widerstand gegen Explosionsschaden brauchen wir nicht. Kann ich jetzt von hier aus Fallschirm springen? Kann ich von hier aus Fallschirm springen? Bei Wildlands würde es gehen. Ich traue mich nicht. Oh Gott! Also drücke Leertaste, es passiert nichts. Für rückwärts. Ja, gut. Dann gehe ich zum Heli. Und dann fliegen wir runter. Wir haben es geschafft, Freunde. Jetzt haben wir allerdings keine Raketen mehr für die anderen Drohnen. Sei denn, ich mache nochmal einen Zwischenstopp in R1, um welche zu kaufen. Hey, wo... Ah, da ist das Wrack. Wollte gerade schon sagen, hey, wo ist das Wrack? Aber guck mal, das ist auch eine Höhle. Übrigens der Schnee, sau cool, wie bei Tomb Raider. Ist nicht mehr so dingensig, ne? So, aber da gibt's einen Fähigkeitspunkt, Fertigkeitspunkt. Schönerweise. Ich hätte natürlich auch mal unsere Klassenfähigkeit benutzen können, aber ich vergesse das immer. Für mich ist das einfach kein Teil von Ghost Recon. Außer vielleicht im PvP. Yay! Fertigkeitspunkt. Da oben ist noch eine Kiste. Oh, guck mal, 3 Raketenwerfer. Wie nett. Haben wir doch wieder Raketenwerfer. Zwar nur 3 anstatt 4, aber gut. Und hier die Pecheng-Blaupause. Aber natürlich ein MG, das ich nicht haben will. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten. Jetzt habe ich natürlich die Zeit gestoppt und habe aber, also laufen lassen, aber habe nicht gestoppt, als es zerstört wurde. Ihr könnt ja mal messen und dann die Kommentare schreiben. Okay, dann
bis zur nächsten Folge, wo wir dann die... Wie heißt die Drohne? Diese andere da? Amon. Die Amon-Drohne angehen. Okay, dann. Bis dann, meine Freunde. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns.